Forgive me, for I haven't sinned. My lips are sealed, I'm growing wings. I give myself to the laughing winds that take me to the ground. Ja, ich hab gedacht, ich fange mit dem an, wo ich mich am sichersten fühle. Das ist ein Teil eines Liedes von mir. Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Es ist echt schön und spannend, da zu sein. Im Claudia Heidegger, ich bin Musikerin, Sängerin und Songwriterin aus Tirol. Aufgewachsen bin ich in dem ersten Bild, den habe ich leider vertauscht. Das bin ich. Ja, in einem kleinen Dorf in Tirol, wo meine Reise losgeht und wo ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe und ja, die Welt erfahren habe, so wie ich sie erfahre. Und es hat eben in einem kleinen Dorf angefangen, es ist dann größer geworden, das ist dann schon das Inntal. Also so meine Welt, in der ich mich bewegt habe, ist immer größer geworden und irgendwie auch unberechenbarer, bunter, schöner, aber größer, weniger verlässlich, oft beängstigend und mit auch einfach Sachen, die ich nicht beeinflussen kann oder die ich nicht steuern kann. Und das war oft auch überfordernd und ich habe irgendwie einen Weg gefunden, wie kann ich mit diesen Sachen umgehen. Und ich habe irgendwie eben immer Musik gemacht. Ich habe relativ spät eigentlich Schreiben angefangen, aber ich war dann in Innsbruck und habe Musik studiert. Das ist der Chor vom Mozarteum, das war ganz nett immer. aber irgendwie hat mir in diesem klassischen Musik, in dieser klassischen Welt hat mir immer irgendwie was gefehlt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich jetzt wirklich ausdrücken oder ich kann jetzt was sagen mit dem, was ich mache. Ja, während dem Studium habe ich meine erste Band gegründet, war eigentlich eh relativ spät dran und es war am Anfang ein absolutes Spaßprojekt und hat es mir total gepackt. Ich habe Lieder schreiben angefangen und habe gedacht, hey, das ist cool, das kann ich eigentlich. Und damit kann ich jetzt wirklich was sagen. Also das hat sich total richtig angefühlt, als mein Weg, Musik zu verwenden, wie Sachen aus meinem Kopf in die Welt rausgehen können. Und ich habe dann eben gemerkt, eigentlich geht es für mich um das. Es geht um meinen kreativen Ausdruck und darum, meine Wahrnehmung der Welt für andere spürbar und erlebbar zu machen und eben Spuren zu hinterlassen, auch wenn sie vielleicht nicht ewig da bleiben, so wie die nassen Füße am Holz. Ja, dann bin ich in ein Flugzeug gestiegen und bin nach London geflogen und habe dort 4 Jahre gelebt und habe dort Commercial Music studiert, sozusagen auf der Suche nach einem Weg, wie man mit diesen Songs, die ich schreibe und die mir so wichtig sind, dann wirklich die Menschen erreichen kann und dem Ganzen möglichst viel Platz in meinem Leben zu geben. Und der Schritt war eigentlich total einfach. Mir ist es überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich jetzt wirklich in eine andere Stadt, in ein anderes Land ziehe. Ich war dann einfach dort und das war dann halt so, also so richtig unbeschriebenes Blatt Papier und einfach die Chance, sich selber nochmal komplett neu zu entdecken und neu zu finden. Und es gibt auch ein schönes Sprichwort, nichts lässt die Welt geräumiger erscheinen, als wenn man Freunde in der Ferne hat. Mir hat es damals total geholfen, dass ich habe sehr, sehr gute Freunde, die sich dann irgendwie über die ganze Welt zerstreut haben, aber ich habe immer dieses Netzwerk an Vertrauen und gemeinsamen Neubeginn und gemeinsames Wachsen gehabt. Ja. Und daraus sind natürlich viele Songs entstanden und überhaupt die Zeit in London war extrem cool. Das ist meine Lieblingslocation, wo ich gespielt habe. Das ist im National History Museum in der Eingangshalle mit Aussicht auf den Dinosaurier, den man jetzt leider nicht wirklich sieht. Aber ja, das war sehr cool. Und ja, also London ist sehr spannend und sehr bunt, aber auch sehr schnell und hektisch und ruhelos und stressig und teuer und so. Ja, und als Lebensperspektive hat es einfach nicht ganz funktioniert für mich. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss wieder was ändern, es geht mir nicht gut. Es hat aber ganz lang gedauert, eben mit diesen, da steht glaube ich Scheitern als Chance, dass ich mir das selber geschafft habe zu erklären, das ist jetzt nicht aufgeben, sondern das ist einfach ein neuer Schritt, einfach was Neues, das ich jetzt in meinem Leben brauche und eben diese Wurzeln. Es ist dann irgendwie wichtig geworden, dass ich wieder weiß, woher ich komme und dass ich wieder meine Sprache reden kann im Alltag. Und es gibt trotzdem die Verbindung zu London. Ja, ein Thema, das auch aufgetaucht ist immer wieder, ist, ich bin aus der Kirche ausgetreten und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mir jetzt selber erklären, warum. Weil diese Traditionen und dieses Bild, das die Kirche vermittelt, mit dem bin ich halt aufgewachsen, das bin irgendwie ich und ich feiere Weihnachten, aber was genau das jetzt heißt, habe ich mir erklären müssen. Und daraus ist ein Zyklus aus 12 Songs entstanden,
die sich mit dieser Identitätssuche befassen sozusagen. Das ist das Cover von dem ersten Teil davon. Das ist eine EP, die noch in London rausgekommen ist. Ein Leonardo da Vinci Porträt, also sozusagen Bild, in das ich reingemalt worden bin, von einer sehr tollen peruanischen Malerin, die ich in London kennengelernt habe. Ja, mit dieser CD im Gepäck bin ich dann nach Wien. Das ist mein erstes Konzert in Wien im Herbst. Ich habe ganz, ganz schnell ganz viele spannende Menschen kennengelernt und mich eigentlich, ich habe totales Glück gehabt, ich habe mich total fallen lassen können in ein neues Netzwerk von Menschen, die ich da gefunden habe. Aber es war immer schwer, das irgendwie anzunehmen. Ich darf das toll finden, was ich mache. Also ich darf total narzisstisch sein und meine Musik toll finden, aber gleichzeitig ist immer der Zweifel da. Ist das eigentlich schon okay? Wer gibt mir überhaupt das Recht, dass ich meine Musik so toll finden darf? Und das, was da in dem Spannungsfeld dazwischen entsteht, ist, ja, das ist das, in dem ich mich bewege und in dem ich Musik mache und lebe. Und ich habe da so einen Gedanken gefunden, der mir hilft. Das Leben braucht einfach Veränderungen, das ist so. Da muss man einfach, man muss sich reinfallen lassen und mitschwimmen, weil wenn ich gegen den Strom gehe, das Wasser hat extreme Kraft, kann mich aber total mittragen. Und Sicherheit, so in dem Sinn, wie wir sie uns vielleicht oft wünschen, gibt es wahrscheinlich gar nicht, sondern immer nur eine Illusion von Sicherheit. Und je mehr ich jetzt für mich das aushalten und zulassen kann, umso besser geht es mir und umso sicherer kann ich mich in dieser Unsicherheit fühlen und einfach schauen, was das Leben bringt und, was du auch gesagt hast, aufs Bauchgefühl hören. Ja, und wer jetzt wissen will, wie das klingt, ist herzlich eingeladen, mich zu finden und meine Musik anzuhören. Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.